So schnell kann das im Fußball gehen. Gestern fast noch gefeuert, heute schon wieder gefeiert. Hansa-Trainer Andreas Bergmann sitzt nach 2 Siegen in Folge jetzt wieder einigermaßen sicher im Sattel. Der 2:1 Auswärtserfolg in Münster war der Grund dafür. Ein großes Abschiedsfeuerwerk für den Trainer. Oder was soll das bedeuten? Auf jeden Fall gefährlich, was der Hansa-Haufen vor Spielbeginn bei Preußen Münster in die Kurve zaubert. Fest steht, Andreas Bergmann sitzt längst nicht mit einem Rentenvertrag im Sattel. Seine Mannschaft stört das weniger. Mutig, weit aufgerückte Abwehr, schnelles Umschalten und immer wieder über Jakobs. Über rechts. Nach 5 Minuten etwas geschludert. Macht nichts, meint der Trainer. Nur 30 Sekunden später. Wieder Jakobs auf Kukukovic. Ohne Kommentar. Stattdessen zeigt's der Trainer. Achtung, hoher Ball, prima Stopptechnik und gleich weiter im Coaching-Stil. Chapeau, Herr Bergmann. Wieder Hansa in der 20. Minute, Münster unter Druck, Eckball. Haas, auf, Gruppe, das war's. 1:0 für Hansa, ausgerechnet durch den Mann, den Rostock aus Münster zurückgeholt hat. Ja, das ist ja natürlich jetzt bestimmt ein Schicksal, dass es so passieren muss. Aber ich freue mich einfach, dass es mein erstes Profitor ist und dass wir hier heute gewonnen haben, dass wir nach Halle nachlegen konnten. Und wer auf Chancen von Münster wartet, bitteschön, hier die Beste. Der Ball ins Seitenaus, auch Ausdruck einer starken Hansa-Halbzeit. Wir wollten Münster früh attackieren, im Spielaufbau stören, damit sie gar nicht in ihre Offensivstärke reingerät. Und das haben wir wirklich gut gemacht. Und ich glaube, es wäre sogar verdient gewesen, mit dem 2:0 reinzugehen. Da haben wir echt gute Möglichkeiten gehabt. Aber so ist es eben. Machst du den Sack nicht zu, kommen die Flöhe wieder raus. Brinkis rettet in der 47. Minute. Trainer Bergmann in Bethaltung. Bitte lass uns die Leistung der ersten Hälfte wiederfinden. Aber dann das. Münsters Kapitän Truckerbrot mit Gewalt. Hansas Weidlich fälscht ab. 1:1 in der 77. Minute. Was nur Hansa. Rostocks Abwehr kurzzeitig wie ein Hühnerhaufen mit dem Gerücht, der Fuchs sei da. Nottorhüter Brinkis zeigt sich mutig, rettet fantastisch. Ein Signal, denn Hansa brappelt sich wieder und hat plötzlich wieder das Programm von Halbzeit 1 eingeschaltet. Wieder Jakobs über rechts auf Haas. Das war's. Klasse Lupfer, 2:1. Wir hatten über... ja, einen Monat fast ein richtiges Tief, ein kleines Loch und ich hoffe, dass wir uns jetzt da auch ja, wieder rauskämpfen und rausgekämpft haben durch die letzten 2 Siege und auf dem können wir auf jeden Fall aufbauen. 455 Kilometer sind es von Münster bis Rostock. Informanten sprechen von einer ausgesprochen entspannten Rückfahrt fürs Bergmann-Team.